Lampe. Grüß Gott, ich will ein Ausmistvideo machen. Dank dem Lidschattenvideo sind nämlich ein paar Sachen dazukommen, die ich euch auch zeigen werde. Ich muss das nur wieder aufteilen in Sachen, die ich entsorge und Sachen, die ich verschenke. Nicht, dass mir dasselbe passiert wie schon einmal. Was ich auf jeden Fall verschenken werde, sind diese Yves Rocher Lidschatten, was man ja überhaupt nicht erkennt. Ich mache es euch auf. Da ist auch ein Spiegel drin und das sieht so aus. Habe ich euch im Sammlungsvideo eh auch gezeigt. Ich benutze das sicher nie. Es ist da auch ein goldener Lidschatten drin, aber ich werde es niemals verwenden. Das gebe ich eben auf die Seite, damit ich es verschenken kann. Jetzt kriege ich wieder Schluck auf. Dann noch ein Essenz-Lidschatten, vor dem es mir schwer fällt zu trennen, aber ich benutze es eh nie. Also das ist von der Denim Wanted LA. Sieht so aus und ja, werde ich auch verschenken. So wie auch das hier. Also das Grüne ist nicht rausgeflogen, dafür ist das rausgeflogen. Das ist von dieser Bieber-Eigenmarke ein Lidschatten. Ich werde solche Farben niemals verwenden. Niemals. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann verschenkst du es. Es ist auch nicht wirklich eine Farbe drin, die mir wirklich jetzt sonderlich gefällt. Ja, so viel dazu. Dann diese Lippenpalette, die gebe ich auch weg, weil ich das ja sowieso nie verwende. Ich glaube, die werde ich vielleicht einer Freundin oder so schenken. Ich weiß noch nicht, was ich genau damit mache. Das werde ich entsorgen, weil ich glaube, dass ich Munddecken und Fieberblasen auch von dem da bekomme. Leider, das war mein letztes Backup von diesen Yves Rocher Lippenpflegeprodukten. Das sieht auch schon voll komisch aus innen. Und es ist schon 12, 16 abgelaufen. Ja, schweren Herzens werde ich das jetzt entsorgen. Ich habe es geliebt. Ihr wisst das. Ich glaube, ihr könnt euch noch erinnern, das war meine absolute Lieblingslippenpflege von Yves Rocher. Ja, aber leider habe ich sie nicht vertragen. Die muss ich auch entsorgen, weil die ist schon abgelaufen. Das war eine Maske, die ich mal verlosen wollte. Die muss ich auch leider wegwerfen, weil die ist auch total aufgebläht und hat lauter Bläschen drinnen. Die ist sicher nicht mehr gut. Also, beziehungsweise kann ich mir nicht vorstellen, dass sie noch gut ist. Wenn, dann würde ich sie nämlich selber verwenden. Ich weiß nicht. Sie riecht komisch. Vielleicht probiere ich es. Mal schauen. Ich lege es noch auf die Seite. Vielleicht probiere ich es. Den Make-up-Schwamm werde ich entsorgen. Ihr seht ja, wie eklig der ausschaut. Weil der ist mir zu hart. Ich mag die nicht. Dann die Lippenpflege werde ich entsorgen. Auch wenn es Buttermilch-Zitrone ist. Aber ich vertrage die, glaube ich, auch nicht. Ich mache sie euch jetzt nicht auf. Ich werde die verschenken. Meine Nichte freut sich sicher über Lippenpflege. Das ist auch vor kurzem rausgeflogen. Das werde ich. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen werde. Ich werde es vielleicht auch verschenken oder so. Weil das ist ein lilaner Lippenstift, das aber eher wie ein Lipgloss ist. Das werde ich entsorgen. Komm her. Das ist das hier. Brauche ich einfach nicht. Der schaut sowieso so abgefuckt aus. Deswegen schmeiße ich den weg. Dann, das werde ich auch entsorgen, weil ich glaube, dass das eingetrocknet ist, weil das schon so hässlich und eklig ausschaut. Das war mal so ein Nagellack-Entferner-Stift. Werde ich wegschmeißen, weil ich glaube, dass er nicht mehr benutzbar ist. Ich glaube, meine Freundin wird sehr, sehr stolz auf mich sein, dass ihr diesen Lipgloss in diesem Video seht. Das ist der Justin Bieber Lipgloss. Sie hat mich überredet, den auszusortieren. Und ich habe ihn aussortiert. Ich schenke meiner Nichte. Sie freut sich sicher drüber. Den habe ich auch aussortiert, weil ich benutze sowas eh nicht. Ich finde den total süß, aber wann soll ich das jemals verwenden? Meine Nichte freut sich immer über sowas. Und dann habe ich noch einen Beauty Blender, der... Oh, der bricht sogar. Der ist total gebrochen. Seht ihr das? Das war mal die Body and Soul, glaube ich. Der ist total zerbrochen gerade. Der hat so richtig angefangen zu knacksen. Alter, krass. Hatte ich noch nie. Deswegen kommt er weg. Dann ein Make-up, das was mir eh nicht passt, kommt auch weg. Zwei Lidschatten von Yves Rocher, die sehen so aus. Einmal ist das so ein Braunton, das hatte ich mir mal einbildet, weil ich das für meine Augenbrauen verwendet habe. Kommt weg. Und so ein lila Lidschatten, weil ich eh so viele Yves Rocher Lidschatten habe. So, dann kommt noch das hier weg, weil ich mit dem einfach nichts anfangen kann. Hatte ich, glaube ich... Das ist von ihnen so eine LA mal gewesen. Da muss ich rauskratzen, was, weil ich da einfach nichts rausbekomme. Deswegen, ich glaube, das werde ich sogar wegschmeißen. Oder? Nein, das werde ich auch meiner Nichte schenken. Ein unbenutzter dunkelbrauner Lidschatten von einer Essence LA. Warum gebe ich den eigentlich weg? Der ist doch so schön.
Den werde ich noch behalten. Klingt vielleicht jetzt blöd, aber warum gebe ich einen braunen Lidschatten weg? Braun mag ich. Deswegen, und ich finde, den Ton kann man sogar auf die Lidfalte geben. Den werde ich behalten. Also die Maske und das. So. Dann werde ich noch das hier ausmisten. Das habe ich in meiner Schminksammlung gefunden. Das ist so ein ganz, ganz alter Creme-Lidschatten von Max Factor. Das werde ich aber entsorgen. Dann habe ich hier eine Handcreme. Die werde ich vielleicht meiner Cousine schenken, aber ich weiß nicht, ob sie den Duft mag. Weil das Buttermilch Zitrone ist und ich glaube, sie mag das nicht. Also muss ich ihr zuerst ein Foto schicken, ob sie die haben will. Dann habe ich noch ein Lipgloss. Den werde ich meiner Nichte schenken. So ein Glitzer-Lipgloss von der Deko. Dann habe ich noch eine Kette, die werde ich ausmisten, also wegschmeißen. Kann man die noch weiter schenken? Die hat auch einen Knoten da drinnen. Seht ihr das? Nein, die werde ich wegschmeißen. Dann habe ich hier noch zwei Creme-Lidschatten. Und bei Creme-Lidschatten aussortieren bin ich ziemlich heikel, weil ich die normalerweise nicht aussortiere. Und ja, ich habe zwei aussortiert, die ich sogar, glaube ich, als Tester bekommen habe. Ja, weil die auf meinem Auge nicht halten. Einmal ein Orangeton. Die, man sieht die auf dem Auge nicht, sie glitzern nur, es hält der Lidschatten nicht, deswegen kommen die beiden mal weg. Und den auch. Den habe ich eh auch häufig benutzt, das kann man eh gut sehen. Also, häufig stimmt gar nicht, ich bin oft mit dem Finger reingefahren. Aber den Orangen habe ich eine Zeit lang verwendet. Ja, das war's mit dem ausgemisteten Video. Außer den beiden Sachen, die beiden behalte ich. Ich habe aber Angst, ehrlich gesagt, davor, die zu benutzen. Aber sie riecht noch normal. Was ich halt unter normal verstehe. Aber ich habe die eh. Ich glaube, ich werde die weghauen. Ich glaube, ich werde sie wegschmeißen. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es kommen ziemlich viele Sachen weg, die verschenkt werden. Ich habe da eher extra eine Tüte stehen. Da werde ich die Sachen dann reingeben. Ja, von ein paar mache ich ein Foto. Und die werde ich dann meiner Cousine schicken, ob sie die haben will. Ja. Ist, glaube ich, einfach so. Ja, das war's eigentlich mit dem Video. Das meiste wird wahrscheinlich eh wieder meine Nichte bekommen, eh wie immer. Ja. Also, im Grunde genommen gebe ich mir nur noch diesen Lidschatten auf, weil bei dieser Eis-Effekt-Maske die lauter Bläschen drin. Kannst du das? Man sieht das nicht mal. Oh ja, jetzt. Ich weiß nicht, ob das. Ich traue mich auch nicht, die zu benutzen. Die ist abgelaufen. 6. Monat 2017. Okay, so lang her ist es jetzt nicht. Ich werde sie probieren. Wenn ich einen Ausschlag kriege irgendwann, werdet ihr wissen, warum. Ich werde die versuchen aufzubrauchen. Auch ich habe die dann halt doppelt jetzt im Badezimmer stehen, aber was soll's. Und den Lidschatten nehme ich mir auch noch auf. Weil die Farbe finde ich voll schön. Ich weiß gar nicht, warum ich die weggeben wollte. Ja, also zwei Sachen dürfen noch bleiben. Mal gucken, ob das so bleibt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr könnt es mir immer gerne schreiben, ob ihr was aussortiert habt, was ihr gar nicht leiden konntet. Bei mir war es auf jeden Fall das hier. Mochte ich überhaupt nicht. Ich habe so viel Lippenpflege auch und nichts hat bis jetzt geholfen, außer mein heißgeliebtes Lippenöl von Gosh, was ja auch schon ein bisschen verwendet ist. Oder eben das hier, das benutze ich auch gern. Von Elisabeth Arden, eh typisch, also Elisabeth Arden. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!